Gleich hau ich ab in meinem Stuhl hier, wartet mal. Danke, danke, danke. Richtung Eisenkupferhändler. Ich muss mal ganz kurz hier in das andere Fenster machen, weil ich gerade den Tracker ganz vergessen. Wie ist denn habe ich dich beim Reden unterbrochen, hat er mich gefragt. Das war aber vorher schon, oder? Den Donator-Text habe ich gar nicht gelesen, sehe ich gerade. Ich bin so ein schlechter Livestreamer. Vorhin gab es noch von Outsider hier Überraschung mit einem fetten Smiley. Davor hatten wir von Raven Hearts mehr Weizen. Für mehr Weizen auch super. Warte mal, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Viertelstunde. Oder sagen wir eine Dreiviertelstunde. Und kein Plan hat einfach nichts geschrieben. Aber danke euch allen. Danke herzlichst. Okay, ist jetzt wieder alles in Ordnung hier? Diese Fenster mal hier. Wow. Guck mal, wieder der D-Sync vor mir. Yay! Flieg! Habe keinen Sichtkontakt mehr zum flüchtigen Fahrzeug, over. Auch nicht schlecht. Du stehst einfach mit der Straße rum, oder was? Haben Sichtkontakt. Oh, guck mal, der hinter mir fliegt auch. Okay. Vielleicht desinke ich bei denen auch, ich weiß es nicht, ey. Wurde Smith gerade irgendwo gerufen? Kommen? Wow, warum desinkt hier jeder durch die Gegend, ey? Negativ Smith. Oh mein. Wer schießt auf mich? Smith, hast du gerade auf mich geschossen? Hab mega den D-Sync, ich hab einen Zivilisten in deinem Fahrzeug. Geklautes Polizeifahrzeug, okay. Jetzt Richtung Kamera. Sorry Sergeant, ich hab einen Zivilisten im Fahrzeug. Aus welcher Richtung kommen? Für das Schiff. Bitte mal die Straße verlassen, Jenga hier. Runter von der Straße, ist kein Gehweg. Und da vorne sie auch. Gehen Sie mal von der Straße alle runter. Wir haben ganz schnell mit D-Sings in Kavala. Hier könnte es gleich richtig böse was in die Luft gehen. Bei der Garage ist, glaube ich, schon was explodiert. Boah, Alter, das Auto ist ja verstanden. Wir überlegen gerade schon, ob wir den Restart machen wollen, weil ich habe jetzt schon mehrere Nachrichten bekommen, dass das wohl momentan irgendwie alles ein bisschen am Lecken ist. Ja, bei mir fliegen Fahrzeuge über mir drüber und auch SUVs an mir vorbei und hier sind locker 5 oder 6 direkt in Kavala. Zwei sind schon explodiert an der Garage. Und auf mich wird geschossen, warum auch immer. Ja. Entschuldigung, die Schüsse, da hat ein Zivilist eine Polizistenwaffe aufgehoben. Ja, Polizeiwaffe sichern. Umgehend. Wie es da abgeht. Bin schon dabei. So, ich glaube, ich traue mich mal wieder ein Stückchen zu fahren. Bei D-Sings ist es nämlich immer total gefährlich. Ihr seht das Auto da vorne, hier seht ihr das? Geklautes Polizeiwagen fährt wieder Richtung 40 Felder. Aus Kavala raus. Verstanden. Nee, jetzt im Auto rumzufahren ist einfach zu gefährlich, ey. Parken wir mal schön in der Garage hier. Das ist natürlich gut gemacht, Ralf. Guten. Verdächtiges Squad überfährt ständig irgendwelche Cops in Kavala. Hab mich zum zweiten Mal überfahren jetzt. Kommt in Richtung Pfirsichfeld. Keine Ahnung, wie der Schütze heißt, beziehungsweise der Verdächtige. Ende. Haben verstanden. Ich glaube, ich höre Squad in meiner Nähe. Ende. Ich renne auf die Brücke Richtung Garage. Flüchtiges Squad gestoppt, over. Sofort ins Gefängnis, bitte. Ende. Verstanden. Extremste Desinks. Extremst. Ich fahre mal kurz von der Straße runter. Come on. Ja, no, das ist der Quadfahrer. Excuse me. Das ist der Quadfahrer.
Yes. Sergeant Dreifinger, haben Sie da jemanden eskortiert? Ich sehe das gerade nicht. Ja, die Person steht direkt vor mir und spricht wahrscheinlich nur Englisch, so wie es aussieht. Okay, das ist derjenige, der Escort gefahren hat. Sam Crow, do you speak English or German? Later, speak English. Okay, so you made some major mistakes. You just killed a lot of people and cops while driving with your quad, and this means you have to go to jail. I'm sorry. Yeah, well, it doesn't help at all if you just say sorry. You killed a few cops, so. Thank you, man. Was, hä? Was, thank you, man? Was, willst du mich verarschen? Wer ist denn jetzt hier wer, ey? Warum ist denn der jetzt frei geworden? Was zur Hölle? Und der, was, what the fuck? Was ist denn hier? Ey, wir müssen hier runter. Wer war jetzt der Typ, der, Michael? Jetzt kommt jetzt noch ein Cop-Auto hier. Okay, das geht gar nicht mehr hier. Okay. Ich bin gerade voll gegen die Wand gefahren. Ich muss hier raus. Abbrechen, ja. Das ist mir zu hart. Jenga? Trennen. Leute, jetzt musste ich mal ganz kurz raus. Das war echt. Jetzt am Ende ging ja gar nichts mehr. Ich meine, ich mache ja gerne, unterhalte mich ja gerne mit euch oder zeige euch gerne so was man so spielen kann, aber das war gerade so too much. Das waren zu viele D6. Die müssen jetzt unbedingt den Server neu starten. Ich gehe mal ganz kurz hier runter. Kann ich ganz kurz stören, aber ihr seid im Livestream, denkt dran. Bin ich auf Switch? Ja, ihr seid gerade live. Oh. Ich bin kurz vom Server runter, weil die D-Sings waren einfach viel zu hart gerade. Das ging gar nicht mehr. Ich habe jemanden Typen festgenommen, der hat jemanden überfahren und dann hat ihn jemand anders, der ungefähr 30 Meter weiter stand, dem Typen als Polizist wieder freigelassen. Obwohl der völlig woanders stand, der Typ. Also das war gerade ich hatte keine Kontrolle mehr über die Situation. Ja. Axel, ich schau mal wegen dem Internetverbrauch. Ich bin mal kurz oben im Aufnahmekanal, danke. Ja. So Leute, das musste man natürlich den Admins auch sagen. Wie gesagt, ich spiele auf White Honor Elite, ihr seht auch den Namen hier gerade im Stream. Ich glaube, Wintermond LP hat es auch schon öfters reingeschrieben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, fragt mich jetzt. Ralf, bitte join auf Random Altest Live-Server und spiel da ein bisschen als Zivi. Na gut. Dann kannst du meinen Namen aber ändern. Weil ich ja dann Kapazist mehr bin. Feierabendbierchen. Peter Pan, ja, Prost, ey. Prost auf dein Gesicht, ey. So, zurück. Konfigurieren. Profil. Der normale Reifinger. So, wie ist das nochmal random irgendwas, ne? Timo Gamer. Hi, Marcel. Das war ich. Black Dragon, danke schön. Sehr nett von dir. Also der Beste bin ich nicht. Aber ich bin schon schlecht, ne? So, also irgendwas mit Random sollte ich spielen, ne? Ich meine, ich weiß, Random heißt Random, aber vielleicht gibt es irgendwelchen Server, der so heißt. Nö, der ist wahrscheinlich nicht hier. Random Server, do not join. Okay, also ich soll wirklich auf einen Random Server joinen. Hab nicht ganz verstanden. Habt ihr einen Server, wo ich mal kurz reingucken soll? Peps ist der deutsche 64. Server. PES, na, gucken wir mal rein. Wenn ihr so jemand fragt. GearSafe, Cop, Whitelisted, More Weapons, Clause and Custom Map. Ist auch sehr witzig, dass. Achso, doch, Charlie steht da vorne, der Rest ist auf Englisch. Ich hätte es zumindest mal. Du bist der Beste, besser als Saraza. Bei Saraza, ne? Auch ein super Typ, ey. Bitte, ja, also jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich kann mich. Wie soll ich mich mit Saraza vergleichen? Kann es sein, dass ich jetzt allein mit Marcel hier spiele auf dem Server, ja? Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Stimmt, Jule hätte ich auch mal. Jule oder XDE, stimmt, da war ich früher mal drauf. Happy Mad. Der Hardy, schönen guten Tag, Hardy, ey. Schön, dass du da bist. Sergeant Eichstar. Kannst du mir einen Server empfehlen? Kopf bewerben kann, ohne 18 zu sein. Gerade ist sehr schwierig, ich weiß es nicht, sorry. Weiß ich wirklich nicht. So. Ich bin jetzt also hier alleine auf dem Server, sehe ich das richtig? Ist alles Englisch? Okay, ist schon mal nicht schlecht.
Wie sieht Kavalle aus? Absolut, na, es ist nicht ganz Standard. Hier ist irgendwie ein Parkplatz oder so. Der Markt, doch, es ist Standard. Das ist einfach wirklich C und A. Gemischt Warenhändler. C, wirklich C und A? Dein Ernst, ey? Polizeihaku, was steht daneben hier? Police und was steht da? Vihaku? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Marcel. Was hast du so hier im Laufen, ey? Ich meine, 64 Slots ist nicht ohne, ja? Es ist schon ordentlich. Und das Ding läuft ja auch wirklich gut, merke ich gerade. Aber ist auch nichts los, ne? Aber schade, dass du am Marktplatz noch nichts gemacht hast. Ich meine, wenn es dein Server ist und du ihn alleine machst, verstehe ich, ey. Ist nicht einfach. Wer ist diese Jessica Mauboy? Kenne ich überhaupt nicht, ey. Die würde gerade im Hintergrund hören. Jetzt gehe ich auf einen Server, wo einfach nichts los ist. Auch nicht schlecht, oder? Aber es ist dunkel. Immerhin. Age of Chaos, hi man. Dieser PP-Server, ist da was los? Okay, die Parkplätze sind ganz okay. Kann man nicht sagen. Hier in der Mitte ein schönes Kreuz. Hier der wunderbare Burgerladen, der jetzt irgendwie überall steht. Also zumindest hier überall auf den Servern. Aber sonst ist hier gerade ein bisschen Ebbe. Sorry, schön, aber PP-Server. Wie sie auch immer nachschauen alle gleich. So, Pepe. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr los. Pepe's Oasis Live, Custom Map, Gear Safe, Active Admins, pepelive.de. 14:50, naja, immerhin. Ist da was los, ey? LGC im Filter eingeben. Alles klar, Mavs, schaue ich nachher auch mal. Ich sollte vielleicht öfters mal so eine. Achso, halt, ich bin doch ein Kopf, ey, hier. Ich sollte vielleicht öfters mal solche Streamhopping. Ne, ich mache wieder Cybercheck aus, sind besser. Sind definitiv besser. Deine Mutter, was habe ich verpasst? Immer eine gute Frage, wenn man Stream kommt. Ich weiß selber nicht. Beo Reif, jetzt ein Weizenbier. Das wäre was, oder? Ja, hast du recht, ey. Das Problem ist nur, ich habe jetzt noch 35 Minuten Zeit. Da müsste ich einkaufen gehen, Bier kaufen und dann müsste ich schon wieder die nächsten Aufnahme starten mit den Jungs von GameStar für Trouble in Terrorist Town. Das kriege ich hin. Das heißt, heute kein Weizen. Aber ich meine, es ist Montag, ja. Also nicht schon wieder am Montag ein Bier trinken. Braveheart von Neon Jungle, ey. Geht ja auch nicht ab hier. So. Ich hab schon mal schöne Klamotten an. Yay. Ah, die Tür. Es ist überall dunkel hier. What the fuck? Warum ist gerade überall dunkel hier? So. Wir spielen gerade auf dem PP-Server. Gucken wir uns mal kurz hier ein bisschen um. Ja, direkt bei der ATM. What the fuck? Jetzt ist es richtig schnell dunkel geworden. Was zur Hölle? Warum wird das denn hier so komisch dunkel hier? 11.000. Ja, was ist denn hier mit dem Licht los, sag mal? Bin ich total bescheuert? Kann ich das nochmal wiederholen hier? Habt ihr es auch gesehen? Das ist geil, wie Dragons 99 die ganze Zeit hinterher scheuen. Also der Marcel sucht Cops auch unter 18. Ich glaube, das war der Server, wo ich vorher drauf war, dieser PES, German PES. Einfach da mal joinen oder hier mit Marcel irgendwie kontaktieren. Benjamin, kein Problem. Also Facebook ist voll die Krätze zum Antworten, wenn da viele Nachrichten reinkommen. Das ist echt schwierig. Und was hat der Benjamin jetzt schon wieder gemacht, ey? Benjamin, das postest du mal verzeug, ey. Dass du mal Timeout bekommst, ey. Peter Pan, viel Spaß mit der Sie. Töte mal ein paar Cops, nö, mach ich nicht. Stehen hier Weingläser? Ne, es sind Lampen, okay. Ist ja voll das Labyrinth hier, der Marktplatz. Und du, Kumpel, was machst du hier drin? Nur rumstehen, du bist ja nicht mein Händler, oder? Na, doch. Was bist du, der Markt oder so? Markt, ja, genau. Aber es ist eigentlich schön hier. Ein schöner Platz zum Rumhängen, ne? Ein bisschen ins Feuer setzen hier. Ja, nur mit 11.000 kann ich auch nicht viel anfangen. Und what the fuck? Ein
Gerüst. Interessante Bauweise. Gar nicht so schlecht hier, ne? Für alle Suizidgefährdeten der neue Ort, der neue Place to be zum ich erhänge mich oder ich springe vom Dach. Guck mal, da unten ist einer, der jagt mich. Der will wissen, wo ich bin. Pass auf, der kommt bestimmt gleich her. Herr X. Ich sehe dich. Guck mal, jetzt kommt er bestimmt gleich hoch. Nein! Schnell wegschleichen hier. Am besten rückwärts schleichen, dann sieht er mich nicht. Nein, ich muss rückwärts schleichen. Nur rückwärts bewegen. Das ist total unauffällig. Schnell hinlegen. Und rückwärts robben. Noch unauffälliger. Was mache ich denn hier überhaupt, ey? So, Leute, was machen wir eigentlich gerade? Habt ihr hier schon auf dem Server hier gespielt? Habt ihr ein Mikrofon? Ja, dass X den Livestream schaut, weiß ich. Und du wahrscheinlich auch. Ja, das ist ja der Dragons. Endlich. Endlich hat er mich auch erwischt, ey. Super, jetzt habe ich 4 Zuschauer hier auf dem Marktplatz und keiner von denen hat hier überhaupt irgendwas gemacht auf dem Server. Ja, kacke. Und keiner hat ein Mikro. Dexter, Mr. X und Mr. Dragon Z. Nice, Leute. Nice move. Wer macht den gerade? Wer macht den Livestream wohl? Na, ich. So, was geht denn hier im Chat ab? Hallo Ralf und Community, Grüße aus dem schönen Köln. Anatol, schöne Grüße zurück nach Köln. Super Stadt, ich liebe Köln. Super Mario, auch wieder da, schönen guten Tag. Alexander Berthold, geh bitte auf den Chaos-Truppen-Server, da ist viel los. Luvito, schönen guten Abend. So, kann es sein, dass wir jetzt alles hier Leute sind? Nein, da ist einer, das ist gut, hier. Ich hier, hallo. Hey. Hier, hallo. Du siehst aus, als wärst du jemand, der nicht niemand ist, weil du hast Klamotten an. Das ist schon mal sehr gut. Kannst du mir ein bisschen was über den Server hier erklären, während hier um mich rum ganz viele random Leute stehen? Herr Niemand? Hallo. Herr Niemand, Entschuldigung. Hallo? Hallo? Herr Niemanden, hallo. Reden Sie mit mir? Hören Sie mich? Hört er mich nicht? Hallo? Ja, hallo. Das haben wir schon geklärt. Wollen Sie nicht mal kurz ein bisschen was über den Server hier erzählen, wenn jetzt schon so ein paar Leute hier drauf sind oder so? Oder irgendwie... Sie sind der Security, so wie es aussieht. Was ist denn Security auf dem Server? Völlig überfordert, der Kerl. Oh mein Gott. Das ist ziemlich störend, ja. Ja, der Livestream ist ein bisschen verschoben. Ich höre gerade beides, deswegen ist das ein bisschen komisch. Das ist gruselig. Einfach ganz kurz den Muten, den Livestream. Ja, das Server ist einfach nur Pepe, habe ich auch ergeben. Ich kann nur mal kurz gucken. GR Pepe's Oldest Live Custom Map Gear Safe Active Admins pepelive.de. Ralfs wohlgeformter Kopf war im Weg. Wie habe ich das denn geschafft? Der ist doch hier oben in der Ecke. Ja, okay, Herr Niemanden. Das ist natürlich ein super Gespräch. Der Livestream ist immer verschoben, du Scherzkeks. Du musst den Livestream muten und dann können wir ingame reden. Du musst den Livestream muten, mein Freund, und dann können wir ingame reden. Die sind immer nicht synchron. Erstmal einpendeln ist gut.
So, Jungs, ihr sitzt bequem so, hier, ja, oder? Ich mich jetzt gemutet. Okay, super. Also bequemsten sitzt auf jeden Fall hier unser Dragon Z hier, Dragon. Der sitzt einfach zwischen Tisch und Stühlen. Super. Herr Niemanden, warum sind wir hier? Was machen wir hier? Was ist Security und wieso und weshalb? Ja, ich habe dir hier gerade den Server vorgeschlagen, weil ich den ganz gut finde und da ich hier auch schon seit einer Weile drauf spiele. Okay. Ja, zum Security zu sagen, gibt es nicht wirklich viel. Das war so eine Idee von ein paar Freunden, die hier auch auf dem Server spielen, was der Admin auch großzügig empfangen hat. Ja, wir sollen jetzt hier ein bisschen ja auf drauf achten, dass hier alles beim Rechten bleibt und ja, sozusagen keine Unterstützung zur Polizei. Okay, und wie sieht's aus mit den Polizisten? Weil hier am Marktplatz ist ja kein Mensch gerade. Polizisten, ja, die sind momentan anscheinend nicht da. Der Raiden ist, glaube ich, auch. Ja, okay, die Admins kommen jetzt. Die Polizisten kommen jetzt auch. Wahrscheinlich haben die gemerkt, dass hier jetzt ziemlich viele Leute drauf sind. Okay. Das ist überdurchschnittlich, dass hier so viele sind, deswegen. So. Schön. So viele Leute hier zu sehen, die hier alle rumhocken. Ja, ja, das ist, wundert mich aber nicht. Zusammen rumfahren. Ja, wenn du ein paar aktive Leute hast im Stream oder allgemein, die einem folgen und dann mal noch auf YouTube unterwegs ist, dann geht sowas recht schnell, ja. Kann man ja auch positiv nutzen, um eben solche Server wie den hier mal kurz vorzustellen oder hier ein bisschen mit Leben zu füllen. Genau. Wir können ja auch gerne mal, es könnte mal jemand oder wenn ihr Lust habt von eurer Kohle, euch mal kurz Fahrzeuge kaufen. Wir können nebenbei ja mal ein paar Äpfel pflücken gehen, um mal was Sinnvolles zu machen. Ich könnte auch kurz meinen Orca rausholen, dann könnten wir mit dem Orca auch Pfütze hier machen. Nein, ja, ich könnte mal kurz ein SUV aus der Garage rausholen, wenn ihr wollt. Ja, also was Großes brauchen wir nicht. Wir brauchen halt was, wo wir ein bisschen ein paar Sachen reinstopfen können und ein bisschen Geld verdienen können. Aber ein Orca brauchen wir definitiv nicht. Guck mal, Dragon, das hast du jetzt davon. Jetzt stehst du mitten im Tisch hier. Jetzt bist du raus. Super. So, Professor Seife, auch ein sehr schöner Name. Wobei mir X auch schon sehr gut gefallen hat. Hey, Farmer 6000. Dankeschön. Ich habe gerade die Musik lauter gemacht, ich habe es auch gleich wieder leiser gemacht. Sehr gut erkannt auf jeden Fall. Pharrell Williams, ey, der Freak. Luis, was machst du da? Ich muss echt mal gucken, wie es jetzt mit der Lautstärke mit der Musik hier hinkriege. Ich küsse Ralfinger die Füße. Aber eigentlich. Aha. Aber würde ich nicht machen. Ich habe mir gestern so eine Pilzpomade auf die Schuhe geschmiert. Das ist jetzt nicht so cool. Ja, siehst du? Ja, wirkt, wie wirkt schon. Wegkriegt. Wo ist eigentlich unser Herr Niemanden hingegangen? Der wollte einfach nur ein Auto holen, oder? Ist jetzt zum der holt ein Fahrzeug, glaube ich. Ja, aber achso, der ist zur Garage. Ja gut, dann rennen wir doch einfach mal zur Garage hinter mit ihm. Oder laufen ihm entgegen. Pepe, ich bin verlaufen. Zelt fit. Sieht doch auch viel cool aus, wenn alle wie verrückt hinterher rennen. Wie wir hier auch alle auf der Straße laufen. Was will denn die Frau Wintermond? Was ist da los, Frau Wintermond? Da muss ich gleich mal hier aufpassen. Was schreibt sie denn? Ganz kurz. Okay. Was ist denn die Frau Wintermond überhaupt? Boah, wenn der TS ja nicht so voll wäre, ey. Hey, ihr. Hallo. Frau Wintermond, was gibt's denn? Nix. Achso, einfach nur. Ich habe jetzt mir seit dem letzten Mal, wo ich so gedacht habe, ah Mist, hättest du es gesehen, was die Frau Wintermond da erzählt hat. Ich musste gleich reagieren, jetzt kriege ich so eine Nervmeldung und jetzt ist nichts. Blöde Kuh. Hey! Hau, danke fürs Folgen.
In 10 bis 15 Minuten gibt es einen Restart, der passt doch wunderbar, ey. Weil da müsste ich mich sowieso langsam verabschieden, also um kurz vor 8 oder um 10 vor 8 würde ich sagen, auf Wiedersehen. Was kommt denn hier? Restart an alle Admins. Ja, ist auch okay, super. Ich frage mich gerade, wo jetzt der Typ mit seinem Auto ist. Es fehlt eine Tür. Guck, wie viele Leute hier ins Auto rumstehen. Guten Tag, hier gibt es leider nichts zu sehen, hier gibt es nichts zu sehen. Ist sowieso gleich Restart, von daher mit dem Pflücken, das können wir uns auch irgendwo schenken, glaube ich. Wir staunen einfach mal alle das tolle Auto. Find so. Achso, sorry, jetzt quatsche ich euch auch noch im TS leise ich voll. Hab ich gerade völlig vergessen. Macht nichts. So Leute, ich werde mich jetzt auch mal hier kurz von dem Server verabschieden, wenn der Restart gleich ist. Ich könnte gerne ein bisschen drauf weiterspielen. Hat bestimmt keiner was dagegen und ich würde auch dann wieder herkommen, vielleicht auch morgen hier einfach mal so eine Session starten. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Nachschauen und belebt mal den Server ein bisschen mit Leben. Das wäre sehr nett. Macht's gut. Dankeschön, Dreifinger. Bitteschön. Dankeschön. Guck mal, schon sind hier ein paar Leute drauf. So, oh. Super. Pepe live, denkt dran. Pepe, was? Gebt den Jungs mal eine Chance. So. So, meine Verrückten im Channel. Schön auch den Angel of Chaos mal hier im Chat zu treffen. Ja, schön. Ja, große Freude. Willkommen im Livestream, Herr Angel of Chaos. Ich würde sagen, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt am besten? Wir sind hier gerade auf dem Teamspeak vom White Honor Elite, ja? Okay, das ist aber keine so gute Idee. Ich bin mal ganz kurz auf einem anderen TS, einen Blick. Ich will nur kurz das testen. Auch noch euch da draußen im Stream, nicht wundern. Okay. Ich poste euch jetzt mal im TS eine IP. Und das ist eine IP von einem TS-Server. Und da könnt ihr dann gerne mal raufkommen. Und da gibt es einen Kanal, der heißt Quatschen mit Ralf. Da könnt ihr auf jeden Fall einfach mal kurz mit reingucken. Und ein bisschen mit mir reden, wenn ihr wollt, bis zur Aufnahme, dann wenn ich Trouble in Terrace Town aufnehme. Und erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Und das heißt, wir sehen uns oder wir hören uns gleich im Teamspeak. Die TSIP wird jetzt gepostet. Schaut einfach mal drauf. Dann würde ich mich jetzt mal von euch verabschieden mit diesem super traurigen Song von John Legend, All on Me. Herzzerreißend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ich jetzt nicht gerade morgen um 18 Uhr wieder einen mache, so einen Livestream, haue ich wieder kurz ein Video raus. Feste geplant, Montag 18 Uhr Livestream, Mittwoch 18 Uhr Livestream, Freitag 18 Uhr Livestream. Mal gucken, wie das so ankommt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich gebe mir mal die Mühe und schaue, dass ich es einfach so oft wie möglich mache die Woche. Und bis gleich im TS. Vielen Dank und macht's gut. Traurig, dieses Lied, traurig.